Neues Video gesehen. Auch noch nicht. Nein, lass uns damit anfangen, Mann. David Henrichs. Dave, mein Mann. Dave ist einfach wirklich, also, das Ding ist ja, es gibt ja Leute, die sind dumm. Und da gibt es Dave, der ist einfach so dumm, der ist einfach ohne Erfahrung einen 4000 Meter Berg bestiegen und fast dabei draufgegangen, allegedly. Ich würde sagen, wir gehen rein, let's go. Mittlerweile ist die Luft super dünn. Oh mein Gott, Alter, es ist so episch. Und wenn das jetzt passieren sollte, dann wäre hier Abbruch. Okay. Die Jungs von Blue Horizon und ich wollten was Verrücktes machen. Aber wir wollten nackt auf einen 4000 Meter Berg. In irgendeinem Bereich, in dem keiner von uns auch nur den Hauch eine Ahnung hat. Ab in die Schweiz, um ohne jede Erfahrung einen 4000er zu besteigen. Das ist eine saugute Idee, Mann. Sieht auch so aus, als wäre ich angeschaut. Wieder froh, Kurs, danke schön. Mal wegen dem Schatten hier. Hä, woher kenne ich den Typen links? Ah, der war doch mit Dave auch Dings. Fahrradtour, ne? Guck mal auch, wie saftig der ist. Der, hier fließt der ganze Saft von Knoblauch schon raus. Alright. Ah, von Grindr kenne ich ihn. Ja, true, stimmt. Mittlerweile gut in der Schweiz angekommen. Kleines Problem, wir müssen mit einem Zug durch einen Berg fahren. Das war uns nicht bewusst. Der Zug fährt komischerweise um 12 Uhr nachts nicht mehr. Wir sitzen jetzt hier, werden dinieren, werden schlafen und werden morgen dann um 5 Uhr mit dem Zug durch den Berg fahren. Okay. Boah, schön, oder? Alter, das ist mein Münzportemonnaie. Ja, Link ist in der Videobeschreibung. Stimmt, der hat die Taschenmuschis entdeckt, oder wie das heißt. Das ist tatsächlich übelst das krasse Produkt, aber der Name ist halt übelst scheiße und das habe ich Rafa schon fünfmal gesagt. Nein, der Name aber ist übelst gut. Wie ist der Name? Taschenmumu. Die Taschenmumu, ja genau. Du musst den Namen ändern, aber die Produkte sind wirklich gut. Ich rufe an, weil wir gerne Ausrüstung leihen würden. Wir haben tatsächlich bereits ein Seil. Das ist schon nötig, ne? Ah, hallo, ich würde gerne den schwierigsten Berg in Europa besteigen. Ich habe schon ein Seil dabei. Okay. Geh doch auch mal auf einen Berg. Nein, what the fuck, wenn der Berg was von mir will, soll er zu mir kommen. Und just in diesem Moment starten wir. Absolut unvorbereitet. Also wirklich absolut unvorbereitet. Also wir haben ein bisschen Ausrüstung dabei, vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber zumindest geht's jetzt los. Ein Ei. Vorbereitung! Ich hatte gerade eben angerufen, weil wir gerne Equipment leihen wollen würden. Wir sind relativ unerfahren, würden aber gerne da hochrennen. Und ihr geht ohne Bergführer? Ja. Weil dann geht ihr sicher auf den Berg hoch. Das wäre das Erste. Okay. Aber ich glaube, wir würden es mal so probieren. Ja, ja, klar, natürlich. Ich wünsche euch viel Glück. Wir wollen übernachten. Wir wollen auf eine Hütte. Ja, haben wir. Wir haben uns schon ein bisschen informiert. Ja, ja, oder? Schon, ja. Und noch vielleicht noch ein Zelt dabei, dass wir oder eine Hängematte. Ja, auch ein Kasten. Okay. Nee, wir wollten jetzt noch eine Karte holen. Dicker, sind die dumm, Alter. Bro, die können doch nicht einfach einen Berg hochlaufen, ohne zu wissen, wo die pennen. Und das war und ist wirklich dumm. Wir wollten 2500 Höhenmeter innerhalb von 24 Stunden machen, auf dem Berg pennen und vor allem einen Gletscher besteigen. Gletscher verändern sich, Gletscher sind aus Eis und... Ah, okay, Gletscher sind aus Eis. Aufschreiben, Chat. Noted. Gletscher haben auch Spalten. Gletscher haben Spalten, oh, das ist aber geil. Sehr unschlau, das Ganze ohne Plan und ohne Begleitung einer professionellen Person zu machen. Mittlerweile kann ich das sagen, macht das nicht. Wir wollten aber nicht hören und haben es gemacht. Mhm. Während du hier isst, sehen wir dort oben unser Ziel. Zumindest das Etappenziel für heute. Kann man da nicht einfach mit dem Bus hochfahren oder sowas, Digga? Heute, damit startet unsere Tour offiziell. Die Jungs sind am Laufen und jetzt geht's darum, Meter zu machen, hochzukommen. Ich bin super pumped, wir haben 15 Uhr. Ist eigentlich deutlich zu spät, 10:09, um diese Tour anzufangen, aber jetzt geht's richtig. Doch, danke schön. Da ist eine Klimmzugstange. Wir müssen jetzt jeder einen Klimmzug machen mit Rucksack. Ja, übelst geil, dass ihr das gemacht habt. Du bist dran. Nee. Verdammt. Das war's. Ich geb um. Am Anfang noch komplett übermotiviert, die ganze Zeit am Reden, irgendeine Scheiße am Machen. Aber je höher wir kamen, desto weniger wurde es. Was für Hütten. Digga, ist so krank. Es wirkt fast nicht, als wär's echt. So, es wirkt so ein bisschen so, als wär's irgendwie ein Filmset oder so. Junge, das sieht wirklich aus wie so eine
Wilde Westen stadtmäßig, wo so Leute noch sich erschießen gegenseitig einfach. Yo, Bro, du hast gestern Abend mein Pferd gefickt. Diese Stadt ist nicht groß genug für zwei Pferdeficker und dann gibt's einen Kopfschuss einfach. So. Das haben doch Leute im Wilden Westen sowas gesagt, oder? Das war doch so. Dass, also der größte Streitpunkt im Wilden Westen war, dass es Pferdeficker gab. Das ist 3 Kilometer. Echt? Ein Drittel der Strecke, Jungs. Adi Totoro meanwhile in seinen Tisch anbeißen. Für heute. Krank, oder? Das war Haupttodesursache, okay. Ja, ja, klar. Warum zum Fick steht hier ein Fahrrad? Fritz Meinecke einfach den Berg runtergefahren. Alter, da steht ein Fahrrad. Ey, das ist ein Fahrrad, was wir Ansgar schenken. Lebe in der Schweiz. Ist ja nicht mein Problem, selber schuld. Boah, Alter. Das mit Elektromotor. Ist das wild? Es ist abgeschlossen. Meinst du, das ist wild? Alter. Die ersten 4 Kilometer sind... Plattenbauprinzessin schreibt, ich geh mal Zigaretten jagen, bis später. Alter, chillig, Mann. Plattenbautprinzessin geht Zigaretten jagen. Hey, gönn dir. Viel Spaß. Schöne Marlboro Gold rein in die Lunge. Lungenbrötchen. Man erkennt das Panorama hinter mir. Da unten ist das Tal. Es ist unfassbar anstrengend. Es macht unglaublich Laune, weil man die Erfolge sofort sieht, weil man von oben nach unten schaut. Die Luft wird dünner. Wir sind alle am Kämpfen und machen Meter für Meter, wirklich Schritt für Schritt Richtung Gipfel. Und jeder Meter zählt. Und das ist das, was wir uns vor Augen halten müssen, damit wir hier weiter vorankommen und nicht die Motivation verlieren. Wisst ihr, was geil wäre, wenn es so einen YouTuber gäbe wie Dave, der die ganzen Sachen aber wie Dave macht, nur auf Crack-Basis. Sowas wie, keine Ahnung, ich habe einen 400 Meter Hügel bestiegen oder in einer Woche zur Casio-Trade-Up. So alle Formate von Dave nimmt, aber in so einer Billo-Variante. Das fände ich cool. Wasser aus der Quelle. Hoffentlich ohne, dass irgendwas passiert. Boah, ist das krass hier, Alter. Kann man da einfach... Du brauchst eine Flasche, die leer ist, ne? Und dann ist das ganz, ganz einfach. Boah, Alter. Kann man das einfach trinken? Das sieht nicht gesund aus, oder? Muss man das nicht irgendwie abkochen oder sowas? Seems good. Revi, kannst du Pinto grüßen? Ja, liebe Grüße draußen an Pinto dazu. Bergwasser kann man trinken. Okay, Chat, sorry, dass ihr alles Naturexperten seid. Nächster Schnitt, der Typ scheiß Durchfall, Alter. Der kriegt blutigen Dünnpfiff. Okay, Chat, wenn ihr das wisst, in der Schweiz ist scheinbar alles sicher. Alright, okay, na klar. Oh, schmeckt das? Das ist absolut herrlich. Also ich würde es auch trinken. Alter, das ist wirklich krass. Komm, ziehst du hier rein. Es gibt so viel... Und so ein bisschen salzig. Es gibt so viel... Ah, ein bisschen salzig. Chillig, Mann. Wie wir wollen hier. Danke. Alter, jetzt eine R-Abwerbung. Für dieses wundervolle Wasser. Dort unten sind wir gestartet, ganz da unten. Und mittlerweile ist die Luft super dünn, die Vegetation aber unheimlich schön. Wir holen frisches Wasser aus der Quelle, lassen uns die Sonne ins Gesicht scheinen. Muss man sich nicht irgendwie wenig Atem, akklimatisieren oder sowas? Unheimlich Spaß. Es ist wirklich ein absoluter Traum. Ich kann wirklich jedem nur raten, sowas mal auszuprobieren. Es muss nichts Extremes sein, es muss nichts sein, was noch nie vorher jemand gemacht hat. Es muss nicht schneller sein als andere Leute. Ihr müsst einfach nur rauskommen. Und das erleben und das genießen. Keine Ahnung, Alter. Zocke ich lieber Rust und lauf da einen Berg hoch und lass mich oben von einem AK-Kit umschitten. Wir sind dem Ding echt schon nah. Oder wir kommen zumindest näher. Es gibt da liegt ja Schnee. Seid ihr dumm? Ihr habt keine Schneeschuhe an. Sind die dumm? Die können doch nicht in kurzer Hose auf Schneeberg laufen. Bei Gott! Problem, was ich sehe. Wenn ich so nach da vorne gucke, dann sehe ich, dass so die Höhe, auf der wir schlafen wollen, schon noch Schnee liegt. Jungs. Entweder wir laufen jetzt weiter, zelten im Schnee, wo es richtig kalt ist, haben dafür morgen weniger Strecke zu machen. Oder wir machen hier entspannt, legen uns jetzt vernünftig schlafen, Dicker, essen vernünftig, stehen turbofrüh auf und können dann morgen... Turbofrüh aufwachen, weil es so arschkalt sein wird. Kalt und hell. Also ich bin, glaube ich, eigentlich eher pro hier aufschlagen. Wer ist dafür weiter? Wer ist dafür hier Stopp machen? Weiter. Ja, das ist halt eine dumme Idee, ne? Aber okay. Stark, Rafa. Also das Ding ist, ich habe noch übelst Power gerade. Also im Vergleich zum Fahrradfahren. Ja, ist anders. Ne? Da ist komplett anders. Ich könnte jetzt auf jeden Fall noch weiter latschen. Es ist idyllisch, aber morgen sind wir auf einem Gletscher. Also wirklich Gletscher mit Spalte. Wir werden... 50 Meter Seil benutzen müssen.
Oh, 50 Meter Seil rein in die Spalte. So geil. Wir haben Pickel, wir haben komplette Ausrüstung. Das oh, Pickel. Wird nochmal ein komplett anderer Schnack. Das wird richtig krass. So dumm. Es war wirklich wieder... Ich muss das mal ganz kurz sagen. Also man denkt vielleicht so, ah ja, der macht YouTube-Videos, das klappt dann auch immer und das funktioniert. Aber ich erlebe das ja echt. Ich erlebe das wirklich und auch genau wie beim Fahrradfahren ist es Real Talk eine absolute Grenzerfahrung und man bewegt sich wirklich an der Grenze des für einen Möglichen. Wir machen die Sachen aus Spaß und wir haben Lust darauf, aber es ist wirklich einfach unfassbar. Wenn man dem Typen zuhört, der uns das Equipment geliehen hat, es war eine Aufgabe, von der er nicht geglaubt hätte, dass wir es schaffen. Und zwischenzeitlich habe ich das auch gedacht. Also unser Problem ist gerade, eigentlich hätten wir die Tour heute noch länger laufen wollen, weiter nach da oben, in Richtung diesem kleinen Haus, das man da oben sieht. Das ist eine Gondelstation und in der Nähe, da hätten wir pennen wollen. Wenn da doch eine Gondelstation ist, fahrt doch mit der Gondel da hoch. Hinter uns fängt es an, dass überall nur noch Steine liegen, wir keine Wiese mehr haben und wir ja zelten wollen. Also müssen wir das Zelt auch in irgendeiner Weise abspannen. Und jetzt haben wir gerade diesen Spot hier gefunden, ein absoluter Traum. Und den probieren wir jetzt freizuräumen, unsere Zelte aufzustellen und dann geht's ab. Unser Setup steht, wir sind angezogen. Jetzt gilt es zu speisen und dann eine gute Nacht mit hoffentlich viel Schlaf zu bekommen. Kältetechnisch schwierig, regentechnisch auch schwierig heute Nacht, aber wir werden sehen. Es fängt an zu regnen, Hektik bricht aus. Wir müssen schnell in die Zelte, damit wir auch über Nacht trocken bleiben, unsere Sachen trocken bleiben. Aber das größte Problem am Regen ist eigentlich nicht der Regen oder die Feuchtigkeit, sondern der potenzielle Neuschnee auf dem Gletscher, der es uns komplett vermasseln könnte. Weil wenn Neuschnee liegt, sehen wir die Route nicht, wir sind komplett unerfahren, dann können wir es auf gar keinen Fall machen. Ja, dann kann man halt in so eine geile Spalte rein. Wenn das jetzt passieren sollte, dann wäre... Einer in den Chat schreibt, es ist doch voll hell zum Schlafen. Ach stimmt, ja okay, dann sollten die das vielleicht. Dann sollten die einfach nicht schlafen, einfach weiterlaufen. Am besten gehen die nachts hoch, oder? Mission hier Abbruch und wir müssen irgendwann einen zweiten Versuch starten. Und das sieht so leider gar nicht gut aus. Die Schlafsäcke sind bis 0 Grad geeignet. Bis 0 Grad und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir da heute dann mal drankommen. Jetzt probieren wir irgendwie ein bisschen Schlaf zu bekommen. Ja. Morgen früh einfach Licht ausmachen. Hoffen mal, dass es nicht anfängt zu schneien und dann ist alles gut. Haben die jetzt nur einen Apfel und eine Banane gegessen? Sind die dumm oder Veganer? Das geht doch nicht. Ah, chillig. Alter, ist die ganze Zeit am Blitzen und am Donnern. Digga, seitdem es angefangen hat zu gewittern, bin ich hellwach. Echt? Ja, ja. Boah. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich weiß wirklich nicht, ob ich mich nicht hiermit komplett übernommen habe. Alter. So krass. Und was danach passiert ist und ob wir es auf den 4000er geschafft haben oder nicht, seht ihr am Mittwoch im zweiten Teil des Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es euch gefällt. Wir sehen uns am Mittwoch. Macht's gut. Ciao. Also wirklich, einfach nur fucking stupid, Dave. Chillig, Mann. Chilliger Content, chilliger Cliffhanger.